So, zurück zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir machen jetzt im Wolfspelz, die machen wir weiter, anscheinend habe ich die irgendwann einmal weitergeführt. Aber jetzt machen wir sie komplett fertig. So, wie komme ich denn da rein in dieses Scheißding? Wie war denn das? Genau, oben rum. Oben herum. Und irgendwo... Werde den Werwolf im Garten los. Okay, ja. Das ist eh klar. Wir müssen den Fluch von den Typen brechen. Ich habe es ihm ja versprochen, so viel ich weiß. Ich habe ihm sogar Futter angeboten. So, da kann ich eh wahrscheinlich noch nicht durch. Das wird wahrscheinlich noch immer verschlossen sein. Na, ist eh klar. Ist ein Wahnsinn, hörst. Sehr nice, wirklich. Das heißt, wir müssen wirklich, wie war denn das? Unten rum. Dann da nach vorne. Und eigentlich müsste das noch aktiviert sein. Wir schauen das gleich mal. Wenn da offen ist. Ja, sehr gut. Aber Moment mal. Lauf mal davor und darauf, Geralt. Schau mal ganz kurz auf die Karte. Das ist außerhalb. Komplett außerhalb. Es wird mir aber angezeigt da. Ah, da kann ich da oben reingehen. So, neue Markierung, Eingang, okay. Gut. Schlüssel! Ramond, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramond? Dieb, du... Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard. Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Du kannst nicht wirklich viel gegen mich machen, Mausibär. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Ja, ich probier's ja. Okay, wir werden ihn einmal umbringen. Nämlich, es steht ja, werde den Wolf im Garten los. Ich tu ihn einmal erledigen. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Okay. So. Okay. Eigentlich sollte das jetzt passen. Ich habe keine Ahnung. Wir folgen einmal den weißen Punkten nochmal. Irgendwo müsste da was geben. Ja, genau. Da ist mal was. Wer es lesen will, der drücke auf Pause. So, das können wir untersuchen. Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. Okay, Moment. Wir schauen uns da weiter natürlich um. Irgendwas müsste ja noch hier sein. Aber irgendwas müsste noch hinter mir sein. Also in der Höhle selber drinnen müsste da noch irgendwo was sein. Schauen wir uns dann noch einmal um. Aber es leuchtet auch nicht so. Also zumindest sehe ich nichts. Ah, da unten. Da. So. Aus jetzt. Ich kann nicht interagieren. Oh, jetzt. Luftzug von unten. Eine Höhle. Luftzug von unten. Okay, somit haben wir das auch. Jetzt müssen wir rausgehen. Jetzt können wir rausgehen. Okay, so. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Okay, das ist alles hier in dem Bereich. Und da unten ist auch irgendwas. Sprich mit Tardor über den Fluch. Achso, okay. Das kriege ich aber allerdings erst. Gut. Ganz ruhig. Ist das da unter mir?
Muss ich dann da reinschwimmen oder sowas in der Art? Moment. Ach Gott, wieso habe ich diese Quest angenommen? Weil sie niedrigstufig war. Genau. So. Es könnte sein, dass ich das aktivieren muss, damit das da rechts aufgeht. Das könnte ja möglich sein. Moment, wir schauen uns das gleich mal an. So, das linke war, glaube ich, zum Auswählen. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Moment. Aktivieren wir mal das, damit wir wissen, was raufgeht. Ist das jetzt offen? Nein. Moment. Ja, genau, das wollte ich. So. Ah. Na schade, der Zauber von Yennefer wirkt nicht mehr. Na dann gib mal Gas, Geralt, ha? Bevor wir da ersticken. Aber es ist gut. Gut, gut, gut. Haha. Habe ich das richtig gesehen noch so auf der Map? Ah, gut. Ah ja, genau. Wir haben ja auch neue Sachen gefunden. Das fällt mir erst jetzt ein. Das hätte ich auch alleine machen können. Wurscht. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. So, das ist scheiße. Das wäre besser. Ich mag aber keine Axt haben. Das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Und das ist auch scheiße. Okay. Und einen neuen Torso haben wir gefunden, der Stufe 15 wäre. Ja, bringt sich für mich auch nichts. Und da haben wir noch einen. Der ist Stufe 13, also noch schwächer. Okay, passt. Dann ist das, was wir anhaben, noch immer das Beste. Und da tun wir jetzt gleich interagieren. Der Schlüssel eines Vorhängeschlosses. Okay. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Okay. Gibt es sonst noch irgendwo was da drinnen? Da können wir weitergehen. Aber da ist nichts mehr hinten. Okay. Da ist was. Ja, Geralt. Kannst du da interagieren? Ah, das ist unterhalb der Höhle. Metal? Ah nein, das will ich ja gar nicht. Ich will Igni haben. Aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Na, ah, es ist viel zu... Nein, okay, das wird sich nichts bringen. Okay, dann gehen wir bald wieder raus. Also es zeigt mir eher an, dass ich rausgehen muss, aber ja. Besser nachschauen, als nicht zu wissen. Okay, Igni ist noch aktiv, das ist gut. Na komm, schwimm durch da. Kannst du dich da festhalten? Nein? Kannst du dich da festhalten? Meine Fresse, wie komme ich denn jetzt wieder raus aus dem Wasser? Ist da hinten irgendwie was seichter? Da könnte man vielleicht drauf. Geralt! Meine Güte, wieso? Okay, passt. Gott sei Dank. So! Ganzen kurzen Blick wieder auf die Karte da. Okay, da unten ist irgendwas. Okay, jetzt kann ich die Türen aufschließen. Okay, warte jetzt einmal. Da oben, das heißt da nach hinten war das. Ja, ich bin gewohnt auf L3 zu drücken und zu sprinten von Tom Clancy's Dead Division. Das ist schon wie ein Fluch bei mir. So, da auf. Und jetzt sollten wir eigentlich das aufsperren können. Moment, aber er will noch, dass ich irgendwo anders hingehe. Und zwar da nach hinten. Okay, er will, dass ich...
da nach hinten gehe? Ich habe keine Ahnung. Ich folge mal den weißen Punkten. Okay, er will so und so nur, dass ich in Kreisel renne oder dass ich einfach nur da drinnen bleib. Gut, wo war denn das jetzt da? Da rechts einfach rauf, genau, ja, ja, ja. Und dann kann ich da drinnen die Türen aufsperren. So, da. Und das sollte jetzt da eigentlich für das sein. Ja, tatsächlich. Quest aktualisiert. Okay. Okay. So, schauen wir uns mal da drinnen um. Aha. So, wer es lesen will, ihr wisst, auf Pause drücken, durchgescrollt habe ich für euch. Einmal kurz gesprungen, Geralt, sehr gut. Schema. Langkrall, okay. Das ist sehr gut, endlich mal wieder was Nützliches hier. So, und jetzt gehen wir da rein. Da scheint auch irgendwas drin zu sein, was wir brauchen. Erstens mal ein Buch. Wahnsinn, wer es lesen will. Ihr wisst, auf Pause drücken. Ah, das funkelt schon so schön. Nehmen wir zuerst das Buch, das gehe ich noch durch. Für euch. Das ist ein Wahnsinn. Okay. Und die Truhe. Na bitte, das Tagebuch von ihm. Tag 24, Tag 26, Tag 33. Ja, und das war's. Quest aktualisiert. Anscheinend irgendetwas Nützliches hier gefunden. Ich habe keine Ahnung. So, was muss ich denn jetzt machen? Wir gucken ganz... Wir schauen ganz kurz auf die Karte. Es wird mir angezeigt... Ja, es wird mir trotzdem das da drinnen angezeigt. Und das da lassen wir. Okay, gut. So, da bin ich wieder. Ah, ich habe einen Cut gesetzt und zwar, ja, es ist ja. Ich zeige euch das jetzt. Es gibt verschiedene Lösungswege hier. Ich habe jetzt nachgeschaut im Internet. Wir versohlen ihn jetzt einmal den Arsch. So. Nicht schon wieder. Das können wir jetzt überspringen. So, Morgbug erledigen. Das Gespräch ermüdet mich. Einfach, passt schon, ja, ja, ja. Meinen Beruf ausüben. Okay, da ist es gar nicht. Eigentlich sollte er Werwolfsfleisch droppen. Und dieses Werwolfsfleisch, wenn ihr ihn dann wieder seht, könnt ihr ihn natürlich dann geben und dann könnt ihr den Fluch aufheben. Anscheinend funktioniert das bei mir nicht, weil ich jetzt da schon gerade irgendetwas fortgeführt habe. So, was ich jetzt da allerdings mache, ist, dass ich jetzt einmal mich hier raus verpisse. Das bringt sich alles hier drinnen nichts. Wie gesagt, ich habe nachgeschaut, es gibt zwei verschiedene Lösungswege. Ihr könnt ihm das Fleisch geben und der Fluch ist gebrochen. Oder ihr macht das so wie jetzt ich, das zeige ich euch jetzt da. Und das ist wirklich sehr, sehr... interessant, was man da eigentlich machen muss, nämlich man geht zurück, wo man die Quest her hat. Da können wir hier eine Schnellreise hinmachen. Wir müssen nur da ganz kurz raus aus dem Komplex. Genau, hier ist der Schnellreiseort. Nämlich da ihr eigentlich den, wie heißt's, das Tagebuch von Morgbug gelesen habt, wisst ihr, dass der Typ, der euch eigentlich dazu beauftragt hat, einer seiner Männer ist? Ja, und der gibt euch dann einen Gegenstand. So, Moment. Wir müssen irgendwo rechts runter. Der steht am Meer oder irgend sowas in der Art, soviel ich jetzt noch so weiß. Es tut mir leid, wenn ich nicht selber drauf gekommen bin, aber wenigstens bin ich ehrlich zu euch. Es war jetzt da wirklich knifflig. Wie gesagt, ich habe den Typen jetzt da 4-5 Mal umgebracht. Da runter müssen wir, glaube ich.
Kann ich da ins Wasser springen, ohne dass mal was passiert? Ich glaube schon, oder? Perfekt. Ich glaube, da unten steht er, oder? Da vorne, oder? Ja, genau, da ist er. Nämlich, da ihr das jetzt gelesen habt, wisst ihr, dass das eigentlich ein Verräter ist. Und der hat was für euch. Was es jetzt ist, das sage ich euch jetzt nicht. Das ist er, glaube ich. Die Angst. Merkt ihr das? Ja, er. Okay. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmark. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyers. So, was ihr jetzt hier machen müsst, ist eigentlich das Gespräch immer fortsetzen. Ihr dürft nicht gegen ihn kämpfen. Ihr müsst es immer wieder fortsetzen, um den Lösungsweg wirklich richtig zu machen. So, der Garten. Was ist dort passiert? Du warst dort, als Morgmark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgmark fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. So, jetzt kann dich natürlich hinterfragen. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter? Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgmarks Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Genau das ist das, was ich euch gesagt habe. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch... Na. Und ihr dürft jetzt nicht kämpfen. Wir müssen nicht kämpfen. Das müssen wir aktivieren und nicht das da. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgmarks Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgmark Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, das war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgmark mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. So. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Das glaube ich weniger. Ist Morgmark wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Okay, das heißt, ich muss ihn umbringen. Okay, aber da habe ich auch gelesen, oder gehört besser gesagt, da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, das fertig zu machen. Nämlich, ihr könnt ihn gehen lassen und eure Belohnung einfach einsacken. Oder ihr bringt ihn halt um in menschlicher Gestalt. Ja, wir werden ihn jetzt zurückverwandeln in die menschliche Gestalt. Der Cut, den ich gesetzt habe, der ist sicherlich eine halbe Stunde lang. Sicherlich. Nämlich mit Anschauen und Lesen und allen möglichen. Zur Quest aktualisiert. Okay.
Aber die machen wir jetzt nicht, die machen wir dann in Anschluss erst. Wir laufen jetzt einmal da zurück. Warum auch immer es mir so komisch angezeigt wird. Und ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr die Quests macht. Nämlich wenn ihr es schwierig macht, also wenn ihr das Spiel, also es gibt ja keinen Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel, aber wenn ihr es einmal durchgespielt habt, kann man da das gleiche Spiel noch einmal spielen, nur halt schwieriger auf gut Deutsch gesagt. Und ich würde euch dann raten, verfluchtes Öl auf euer Schwert zu geben. Nämlich Werwölfe, die ziemlich hoch sind, regenerieren sich. Und wenn ihr da wenig Damage macht gegen das Scheißviech, ja, dann könnte das natürlich ein bisschen problematisch werden. Gut, also verfluchtes Öl draufgeben und dann, ja, einfach hoffen, draufhauen und fertig aus. So, ich hoffe, der Typ ist jetzt wieder da drinnen, in seiner Scheißhöhle. Wenn ihr den allerdings immer wieder umbringt, könnt ihr natürlich ein paar Stunden meditieren und dann sollt ihr eigentlich wieder in der Höhle kommen. Da wir jetzt diesen Zahn haben, jawohl, er ist eh drinnen, geben wir ihm den Zahn und er wird ein Mensch. So, da unten steht er. Ich habe nämlich gedacht, dass ich ihn draußen im Garten umbringen musste. Nein, den war nicht so. Und ihr seht eh, was ich da an Damage mache. Ja, jetzt da, wo ich den Zahn habe, brauchst du jetzt da nicht da aggressiver werden. So. Nicht schon wieder. Du kannst. So, das kennen wir schon. So, jetzt haben wir da den Reißzahn. Den geben wir ihm jetzt. Hier. Leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst! Erlöst! Endlich! Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde Sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Gute Winde und so, aber ehe du gehst, meine Belohnung. Stimmt, fast vergessen. Passiert oft, zu oft. Beruhige dich, ich bin ein Ehrenmann. Hör zu, geh nach Novigrad, in die Scherben zum Geier, dem Geldverleiher. Bestell ihm Grüße von Morgwag. Dann wirst du mich als großzügigen Mann kennenlernen. Also dann, leb wohl. Das Meer ruft. So, man kann ihn jetzt natürlich umbringen oder nicht. Ich möchte lieber die Belohnung haben. Mir ist es eigentlich wurscht, ob der überlebt oder nicht. Vielleicht kann er mir mal helfen. Oder auch nicht. Mir ist egal. So, wir müssen raus und nach Novigrad, hat er gesagt. Um unsere Belohnung abzuholen. Ja, es wird ein bisschen länger da, der Part, wie ihr seht. Auch wenn ich jetzt den Cut gesetzt habe. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. So. Mal wieder raus hier. Ja, den Weg kenne ich jetzt schon in- und auswendig. Den bin ich so oft gelaufen. Und ehrlich gesagt, ich bin ehrlich auch wirklich froh, dass ich da jetzt nicht mehr reingehen muss. Ich bin wirklich froh, dass ich das Rätsel gelöst habe. Hopp, hopp, hopp. Da runter, Geralt. Genau. Da springen wir einfach drüber. Ja, sehr gut. So. Oder auch nicht. Aha. Achso, den Auftraggeber muss ich auch noch abholen. Ich habe gedacht, ich muss nach Novigrad reisen. Achso, hol dir die... Achso, nein. Okay, okay. Aber... Da mir das nicht anzeigt wird, muss ich das jetzt suchen, oder was? Es ist irgendwo in Novigrad. Vielleicht wird es mir auch irgendwie angezeigt, ich schaue dann gleich. Aber zuerst holen wir uns einmal das hier da unten. Ja, ob ich ihn sagen soll oder nicht, ob er lebt, das weiß ich jetzt nicht. Bleib noch eine Woche bei uns, Kurisu. Du gibst uns Liebe. Sei gegrüßt.
Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Naja. Du gibst uns erledigt ist was anderes, Geralt. 85 Kronen haben wir dafür gekriegt. Und jetzt wird es mir angezeigt. Jetzt wird es mir angezeigt. Jetzt muss ich nach Novigrad ziehen. Und dort meine Belohnung abholen. Ja, ja, das machen wir auch. Die holen wir uns natürlich auch. Mal schauen, wie viel wir dann kriegen. 20 Millionen Kronen. Das wäre geil. War nur Spaß. So, Moment. Ah, 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 ah. Da vorne rechts rauf, ja. Und da ist der Schnellreiseposten. So, Weltkarte. Weltkarte. Boah, das Spiel ist so langsam ab und zu. So, und da müssen wir hin. Und da machen wir eine Schnellreise hin. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Genau, das müssen wir auch noch machen. Das ist ja die Hauptstory, die ich jetzt aber allerdings noch nicht mache. Uma, ja. Die zwei glauben, also Geralt und Jennifer glauben ja, dass Uma ja Ciri ist, die in dieses hässliche Ungestüm halt verwandelt worden ist. Hat ein bisschen was von der Ähnlichkeit von den Glöckner von Notre Dame vielleicht, obwohl der Glöckner von Notre Dame ein bisschen größer ist und vielleicht muskulöser und vielleicht auch nicht gar so hässlich. Es kommt drauf an, wie man das sieht. Allerdings wird das noch ein bisschen bei mir dauern, bis ich weitermache mit der Hauptstory. Wie gesagt, ich mache ja fast jede Nebenmission da. Das ist jetzt doch schon Part 116. 116. Das ist unglaublich, was ich da an Zeit investiert habe in das Spiel. Aber ich möchte auch so viel wie möglich zeigen. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Ich hoffe es wirklich. So, komm, jetzt lad. Ich weiß nicht, was ich noch alles noch erzählen soll. Ich will endlich meine Belohnung haben. Bitte, komm jetzt. Danke. So, dann müssen wir darauf. Belohnungen, Belohnungen, Belohnungen. Und da vorne links, okay. Wo ist Eustachius? Der holt immer die Leine. So, mit dir muss ich reden, oder was? Na dann. Und wehe, du gibst mir nichts. Wehe, du gibst mir nichts. Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? Viele Grüße von Morgwag. Hier, wenn jemand fragt, ich habe ihn nicht gekannt und nie gesehen. Was haben wir denn gekriegt? Zwei Erfahrungspunkte, Wahnsinn. Und fertig, oder? Ja. Komm, Quest abgeschlossen, möchte ich lesen. Es steht nicht da. Okay, gut, dann steht's halt nicht da. Wir schauen so rein. Nebenquests, Wolfspelz hat das geheißen. Nein, ist nicht mehr da. Und einen Auftrag hat's auch nicht gegeben, der so geheißen halt. Die seltsame Bestie machen wir jetzt da dann, im Anschluss. Okay. Nochmal kurz ins Inventar. Wir haben ein Schwert erhalten. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße, das ist auch scheiße und das ist auch scheiße. So, was ist das? Das ist auch scheiße. Also das Ding, was er mir gegeben hat, ist prinzipiell nicht sehr viel wert. So, wir schauen, was er noch verkauft. Vielleicht hat er irgendwelche Rüstungen oder sonstiges für mich noch. So, red mal mit den Typen nochmal. Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? Ich will beides machen, bitte. Zeig mir, was du anziehst. Genau, zeig einmal her, was du hast. Oh, du hast ja urviel zu verkaufen. Ja, Wahnsinn erst. So, die ganzen Schwerter kannst du haben. Die zwar
nicht genügend Geld. Oh, nicht genügend Geld hat er. Ja, nein. Kannst von mir aus auch die 4 Gegenstände für die 9 Kronen haben. Das ist mir eigentlich wurscht. Okay, dann war's das. Bis dann. Somit haben wir das fertig. Okay. So, wie gesagt, wir machen im nächsten Part den Hexerauftrag. Und zwar den hier. Seltsame Bestie. Wir laufen noch runter. Dieser Jahr, du noch Scheiße. Ja, kann sein. Manche leben noch nicht. Geht's weg da. Geht's weg, ja. Geht's einfach weg da. Unnötig, was ihr da alles macht. So, wir machen nochmal schnell hin. Weltkarte bitte. Danke. Skellinge. Und ganz nach rechts müssen wir. Wir schauen uns das gleich mal da an. Was das für ein Viech ist. Es ist Level 16 oder Stufe 16 halt. Dann machen wir ihn. Die lange Suche nach. Ja, das kennen wir eh schon. Das überspringen wir einfach. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden.